Boah, das hinten ist auch schön. Der Berg in der Ferne mit dem Obelisken drauf. Es gibt übrigens drei Obelisken, glaube ich. Einen roten, einen blauen und es müsste den. Boah, grün oder gelb müsste es noch geben. Das, ja, markiert. Ne, okay, es markiert nicht wirklich die Region. Blau ist halt jetzt passend für für den Eisberg da hinten. Rot wäre eigentlich eher Lava, aber ja, hier ist jetzt irgendwie nicht so Lava. Und grün wird dann wahrscheinlich, wenn man logisch denkt, in die Richtung sein. Aber das kann uns gerade noch egal sein. Wir machen hier erstmal die ersten Schritte. Wenn du länger T drückst, kannst du auch pfeifen. Das sind Commands, auch alle, sofern solche Tipps okay sind. Nö, nö, alles gut. Gerne, gerne. Ich habe schon zu lange keine Ark mehr gespielt. Ich muss da erstmal wieder alles reinkommen. Natürlich gerne gesehen. Gar kein Problem. Die Sache ist, ich brauche eigentlich mehr Stroh, oder? Oder baue ich direkt aus Holz? Ich meine, Stroh ist schon so ein bisschen armselig für einen Anfang. Wann kriege ich denn hier Holz? Da würde Holz kommen auf Level 11. Ja, da kommen dann farmen wir jetzt noch ein bisschen Holz und dann baue ich direkt mal eine gescheite Bude, anstatt hier nur so ein bisschen Strohmist hinzusetzen. Das ist ja auch nicht das Wahre. Oder komm mal. Und da ist meine Steinaxt kaputt. Und ich kann sie einfach reparieren. Guck mal an. Ist auch das Schöne, man kann hier einfach das Werkzeug immer wieder reparieren und wieder neu einsetzen. Nicht so wie in anderen Spielen wie Minecraft oder so, da musst du dir nicht hier 10.000 Spitzhacken bauen. Du hast eine und die funktioniert. Der schaut ja cool aus. Level 8. Aber der schaut echt cool aus. War fast schon ein bisschen zu niedrig vom Level her, ne? Rot, grün. So, der Körper ist so fast schon blutrot und der Rücken so ein grünes Muster. Boah, der gefällt mir. Den hätte ich gerne. Aber bin ich noch nicht gut genug für. Da fehlt noch was. Hier. Baum, komm her. Nimm das. So, was sind hier auch noch? Ich weiß gar nicht, wie viel ich sammeln muss. Ich mache jetzt einfach mal mein Inventar ein bisschen voll mit Holz und dann bin ich hoffentlich auch mal aufgelevelt. Hier hinten, als wir vorhin weggelaufen sind, wobei vorhin ist das auch wieder ein bisschen her, war ja auch noch irgendwo eine Ruine bei diesen Dilophosauriern. Ich guck mal, das werde ich bestimmt nie wieder finden. Einfach mal ein bisschen in den Wald rein. Die Aufnahme läuft, jawohl. Okay, sehr gut. Hallo? Warte, ich nehme mal lieber den hier. Hallo? Ist hier jemand? Ich habe auch keine Ahnung, auf welcher Höhe das war. Hier hinten? Ich meine, in die Richtung müssten wir eigentlich gehen, da sind wir hergekommen, original. Was bist denn du? Achso, ist auch ein Parasaurus. Hallo? Level 16, okay. Der wäre schon mal besser als der, den wir jetzt haben, aber wir sind zufrieden mit Susanne natürlich. Da ist es. Oh, ich habe mich vor dem Dodo erschrocken. Oh, da ist noch einer. Dodo-Ami. Die Dodo-Ami. So, was haben wir denn hier? Eine kleine Ruine. Okay. Ruinen sind auch meistens ein Zeichen darauf, dass es hier solche Notizen gibt, so Explorer Notes. Ja, guck mal, hier. Hier gibt es noch eine. Eine weitere Explorer Note. Woolly Reno. Okay. Freundlich. Da gibt es natürlich auch immer ein bisschen Text zu. Das ist nicht schlecht. Also spätestens durch diese ganzen Notizen lernen wir natürlich auch, wer unser Freund ist und wer nicht. Aber ich glaube, Woolly Reno, den gibt es wahrscheinlich eher im Eisbiom, oder? In eisigen Regionen. Ich denke nicht, dass wir sowas hier finden. Und wir haben Level Up. Guck mal an. Zwei verfügbare Punkte. Ich würde fast sogar mal in Schaden investieren. Und vielleicht mal. Resistenz ist ja dafür da, dass man der Hitze oder der Kälte ein bisschen besser trotzen kann. Und ich glaube fast sogar auch, wenn man geschlagen wird mit Waffen, die einen betäuben können, dass man da ein bisschen besser gegen klarkommt. Ich glaube, wir gehen auf jeden Fall mal auf Resistenz einmal. So. Können wir ja später noch ein bisschen verteilen. Man kann nämlich auch die Punkte wieder zurücksetzen, wenn es einem nicht passt. Und einfach fröhlich vor sich hin verteilen. So, hier Knicklicht. Ja, wir holen uns erstmal das Holzzeug.
Gott. Hat der Dodo den Angriff? Oh! Da ist ein Raptor. Ich bin weg. Da ist ein Raptor. Wieso ist hier ein Raptor? Ich dachte, hier ist alles schön freundlich und gut. Aber nein. Die Welt will uns hochsehen. Ich bringe jetzt mal das Holz ins Lager. Ins professionelle Mini-Lager. Und dann glaube ich, schauen wir mal kurz zum Spawn hinter, wo wir angefangen haben. Und schauen mal, was die anderen da so machen. Zumindest wer da vielleicht noch dort ist. Nudel meint ja, er ist da. Und ansonsten weiß ich es nicht. Mal gucken. Überraschen wir sie einfach mal. Schnell hier hinter. Wir müssen auch gleich mal was trinken. Und essen geht eigentlich noch. Essen ist schon auf dem Server eingestellt, habe ich zwischendurch gemacht. Beim nächsten... Oh, ich bin Ausdauer leer. Ich habe keine Ausdauer mehr. beim nächsten Server-Neustart wird das Essen und Trinken ein bisschen hochgestellt, dass man das schneller verliert. So Kleinigkeiten, die muss man einfach während dem Spielen lernen, was da die richtigen Werte sind. So, dann mache ich jetzt einmal den hier und den hier. So. Dann marschiere ich einfach mal. Ich kann mir ja noch die Engramme freischalten, warte mal. Ich würde bloß gerne tagsüber noch losziehen, weil in der Dunkelheit ist es halt wieder auch so eine Sache. Boah, auf das Kanu hätte ich schon Lust, ne? So drei Passagiere. Und man kann darauf Sachen lagern. Gesundheit 100. Boah, die Bola wäre natürlich auch cool. Dann können wir die entweder Leute, wenn es sein muss, können wir Leute fesseln. Oder wir könnten Dinos damit festhalten. Ein Bogen. Aber ich gehe jetzt erstmal hier auf ein Holzfundament. Dann haben wir erstmal was Anständigeres, als hier so ein bisschen Stroh zusammengebastelt. Die Wände noch dazu. So ein paar Punkte haben wir noch. Die Tür wäre nicht schlecht. Und dann natürlich die Tür, die in den Türrahmen gehört. Zwar nicht ein Türrahmen, keine Tür. Zaunpfähle. Das brauchen wir später. Die Decke wäre nicht schlecht. Ich will am liebsten auch mit so ein bisschen hier diesen Ecken und so arbeiten, aber das ist alles so, ja, nicht kompliziert, aber es hat schon noch ein bisschen was in sich. Das machen wir dann schon. Ich hoffe, das Material, das wir haben, reicht. Ich laufe jetzt einfach mal los. Kann ich irgendwo sehen, wie schwer das ist? Tab oder so? Nee, das war Command-Menü. Wir haben da unten gerade auch einen Boost. Kann ich... Okay. Ich glaube, wir kriegen einfach ein bisschen mehr Punkte jetzt für die Sachen, die wir machen. Ich marschiere jetzt einfach mal am Strand entlang, dann können wir es gar nicht verfehlen und dann suchen wir die mal. Ich weiß gar nicht mehr, was war nochmal der Knopf zum Reden? B? B. Ja, mit B redet man. Sehr gut. Auf geht's. Ich lehne mich wieder zurück. Ich setze mich immer so komisch hin, während ich spiele. Ich mal Rückenschmerzen. Nicht the best way. Oh nein. Ich weiß nicht, ist der freundlich? Ich glaube nicht. Einfach mal dran vorbeigeschlichen. Wenn er uns nicht sieht, dann kann er uns auch nichts tun. Das ist die Grundregel. Und wir müssen dringend mal was trinken. Unser Wasser ist quasi auf Null. Geh ich mal einfach hier ans Meer. Das ist nämlich auch das Schöne in Ark. Man kann einfach schön das Salzwasser hier rausschlürfen. So. Und schon haben wir getrunken. Einmal E gedrückt. Aber nee, das ist bestimmt kein Salzwasser. Das ist einfach hier diese spezielle Region. Da gibt es kein Salzwasser. Und hier vorne müsste noch jetzt eigentlich anderes. Anderes sein. Jo. Warte mal ganz kurz. Ich gehe nochmal schnell in die Optionen. Ganz kleines bisschen. So. Das ist es irgendwie auch nicht. Weißt du, woran es liegen könnte? Ne, das glaube ich aber auch nicht. Aber es kann sein, weil sich OBS und Arc jetzt alle Kerne von der CPU gleichzeitig teilen. Und dass es dadurch Probleme gibt. Aber ich weiß es nicht. Das finden wir schon mal irgendwann raus. Ich meine, es geht ja jetzt irgendwie. Aber es verändert irgendwie auch nicht seine Performance. Es wird nur hässlicher. Deswegen stelle ich es wieder ein bisschen hoch. So.
Da drüben ist auch schon eine Hütte. Jetzt lass mich mal. Ich laufe da jetzt einfach mal hin. Der ganze Wald hier ist weg. Und da oben ist auch nochmal ein. Ah, oh, da werde ich sauer. Der ganze Wald ist weg. So, ich gehe einfach mal rüber. Vielleicht sollte ich die Waffe wegtun. Schaut ein bisschen aggressiv aus. Okay. Also die Leute haben sich hier direkt am Spawn niedergelassen. Hallo? Die Nudel ist es. Krasse Oberarme. Ja, wie in echt, Bruder. Stark. Und hier, ein kleines Krabbeltierchen. Schau mal an. Du bist aber ein kleiner Zwerg. Ja, ich will ja auch noch durch die Tür passen. Schau mal, wenn du durch deine Tür gehst. Hier, mach mal. Da stößt du doch mit dem Kopf an. Ja, ich stoße ein bisschen den Kopf an. Passt schon. Ja. Ach krass, schön, dass es hier am Strand direkt. Ist auch was. Ja, ja. Die anderen zwei, die haben sich da vorne ja schon zusammengetan. Die sind schon ganz schön krass. Die haben schon Ofen und so. Okay, schau doch mal vorbei. Oh, es wird gerade gelb. Komm mit. Der Himmel wird gelb. Die Apokalypse ist endet. Der Meteorit kommt. Das war dann das Let's Play. So, hier vorne. Einmal Kaffee ein Trike. Ein Triceratops. Oh, der ist auch majestätisch. Level 12. Ein Weibchen. Ich weiß nicht, ob das in Ark auch so ist, aber die Weibchen haben ja meistens immer so ein bisschen die... Die haben das hässlicheren Farben. Die Männchen wollen sie immer so ein bisschen aufspielen und Aufmerksamkeit auf sich lenken. So, was haben wir denn hier? Yo! Ja, da geht's ja ordentlich ab, oder wie? Hallo? Ja, klar! Hallo! Hey! Boah, da bin ich ja... Was hab ich denn da mit meiner kleinen Strohhütte? Progress! Oha! Sogar schon eine Metallaxt. Oha! Ja, okay. Level 30, was passiert denn hier? Holy. VAC ist da nicht an, ne? Spaß. Oh Mann. Krass. Hatte dich erstmal vorher ja Überforderung nicht mehr reden können. Hatte die auch schon Raptoren hier? Ich hatte bei mir drüben schon einen Raptor. Ja, tatsächlich habe ich gerade da unten einen mit einem Headshot gekillt. Uff, er ist halt noch nicht hingekriegt. Ich lauf lieber weg. Ja, das sind die Rainbow Skills, weißt du? Ja, natürlich, natürlich. Schön, hier andere Leute zu treffen. Krass. Krass. Schick, schick, ich wandere da mal weiter. Jo, Spaß. Jo. Ich meine, wir können ja auch mal in die Richtung. Wir gehen jetzt Regenzeit, das ist ein bisschen doof. Beim Regen kann man von allem überrascht werden. Einfach mal hier ein bisschen in die Richtung. Ein bisschen erkunden. Mal die Karte rausholen mit M. So. Da vorne müsste der Fluss enden, oder wie? Okay, warte mal. Gucken wir einfach mal. Ich meine, was soll denn schon passieren? Außer, dass ich sterbe, elendig und gefressen werde. Ja, okay, der Fluss endet hier nicht, oder? Oder vielleicht da vorne? Nö. Ah, ne, ich glaube, es hat bloß so ausgeschaut auf der Karte. Ne, ne, der geht da auch schon noch weiter. Oh Mann. Ja. Ist das eine Ente, oder? Der hat sich gerade einen Fisch gefangen. Oh, das sind auch noch... Ich sollte vielleicht aufpassen. Das sind, glaube ich, die, die uns angegriffen haben. Lieber ein bisschen ausweichen und vorsichtig spielen hier. Und mir ist kalt. Aber wie? Mir ist eiskalt. Ich habe hier einen Eiswürfel. Das ist schlimm. Temperatur. 0 Grad. Was? 0 Grad. Das schaut aus wie eine Schlange hier. Wahrscheinlich ist es eine Schlange, die sich als Baum tarnt und frisst mich gleich. Ich sehe halt nichts im Wald.
Nicht so gut. Jetzt müsste ich hier, genau, jetzt bin ich hier oben. Hier ist es halt auch schön, ne? Eigentlich recht flach. Was haben wir hier drüben? Oh, hier ist cool. Hier ist richtig flach, da könnte man richtig schön was bauen. Not bad. Okay, warte, dann gehe ich mal nochmal ein bisschen rum. Ich wollte eigentlich hier nicht nur so eine Kurve laufen, aber... Oh. Ich meine... Überlebe ich das? Ich kann ja mal versuchen, hier ein bisschen Tree Climbing. Warte. Oh Gott. Hilfe. Nein. Oh, nein. Oh, alles gut. Deswegen levelt man ein bisschen auf Leben. Jo, sonst wären wir auf jeden Fall schon lange tot. War da einer? Nein. Guck ich mal weiter. So. Es sind aber auch nicht die allgemeinen Frames. Die Frames sind okay. Es ist wirklich nur immer mal so ein kleiner Lag mit drin. Ah, das... Ich habe was gehört. Das finde ich schon noch, was es ist. Und bis dahin wird schon irgendwie funktionieren. Was kriegen wir hin? Was ist das da vorne? Was bist du? Da drüben ist das Häuschen. Ein Stein! Es ist ein Stein. Warte. Ich erlege eine Kreatur. Komm schon. Oh nein. Immer schön ausweichen. Profi-Skills hier. So. Immer vorher schreck den Mund aufreißen. Nimm ich mir das Leder mit. Okay. Ich weiß nicht, ich will eigentlich nichts runterstellen, aber ich probiere mal ein bisschen. Warte, da schreit jemand. Hallo? Ich habe hier irgendjemanden gehört. Ist hier jemand? Hallo? Es wird lauter. Folge dem Klang meiner Stimme. Hä? Wo höre ich es denn? Hier ist keiner. Ich bilde mir das wahrscheinlich ein. In Wahrheit spiele ich alleine auf dem Server. Und es ist einfach der Wahnsinn in meinem Kopf, der die anderen Leute erschöpft. Da ist er! Hallo! Ah, ich hatte gerade eben noch falsches Mikro drin, deswegen... Alles gut, ja. Alles gut. Ich wollte bloß sagen, ich bin jetzt raus für heute. Okay. Und ich wünsche noch... viel Erfolg. Dankeschön. Kannst ja jederzeit spielen, wie du lustig bist. Der Server ist offen. Ja, ja. Klar. Ja, gut. Ich habe so lange Schule, das ist nervig. Ja, Schule muss halt sein. Jo, schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. So, dann gehen wir auch mal wieder weiter. So, jetzt zum Beispiel läuft es gerade wieder eigentlich okay. Dann schaue ich mal, dass ich nach Hause komme. Dann bauen wir mal weiter. Jetzt können wir ja mit unserem Domizil beginnen, wenn wir nicht wieder von irgendwas überfallen werden. Also ich versuche hier mal wieder im Bogen zu laufen. Hier ist nämlich schon wieder ein Dino. Ich trinke mal kurz nebenbei was, während ich gerade auslaufe. Merkt keiner. Sehr gut. Okay. Nein, das ist es schon mal nicht. Und hier vorne müsste... Also langsam sollte ich mich hier auskennen. Zumindest die Richtung, in die ich laufen muss. Wenn wir jetzt hier gerade auslaufen, schaut es erstmal richtig krass aus. Und dann müsste hier jetzt gleich unser Felsvorsprung kommen. Die Hummel ist gerade raus. Das ist die Nudel. Die Hummel aka Nudel. Jo, bye bye Nudel. Achso, ich habe keine Sperre mehr. Die sind alle kaputt gegangen, oder wie? Warte, manchmal drei. Den müssen wir erledigen. Oder, weißt du was? Ich probiere jetzt was. Wir probieren jetzt was. Welches Level ist der?
Level 4. Dafür wollte ich dich warnen, das hättest du früher machen müssen. Ich versuche jetzt mein Glück. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist denn jetzt los? Warte, ich wollte dich eigentlich. Bleib mal hier. Ich wollte doch nur einen von euch zähmen. Da kommt noch einer. Was ist denn los? Was ist denn hier? Wieso hast du mir keinen Knüppel gemacht? Ich hab noch keinen. Ich hab noch keinen Knüppel. So, die laufen schon mal weg. Ich glaube, ich sollte mir mal lieber einen Knüppel machen für sowas. Das war jetzt doch schon fast ein bisschen kritisch. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann.